Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stonehearth und hier ist Action geboten. Hier geht es rund eine Runde rückwärts. Steigen Sie ein, machen Sie mit. Gerade eine höchst dramatische Musik, wie ihr hört. Und das hat einen Grund. Wir werden hier angegriffen von M. The Sad. So traurig. Traurig. Labor hat keinen Sinn mehr. Von Lost the Skeleton. Oh, Skelette. Cool. Das ist für mich neu. Das ist für mich extremst neu. Ich habe gewusst, dass Zombies und Untote sind, aber dass da auch Skelette jetzt unter eben diesen sind, das ist schön. Sieht cool aus. Haben sie lustig gemacht hier. Den Kerl. Leicht zu durchschauen. Haha. So, und dann haben wir noch M. The Zombie. Okay, Moment. M? Medium Oak Tree. Ja, nee. M. Ach, M. 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 M ist hier Programm. M. The Sad und M. The Zombie. Okay, also die jedenfalls greifen uns an. Und bis vor kurzem hatte ich noch ein einsames Schwertmännchen dagegen aufzubieten. Ich habe jetzt ganz schnell im Offscreen schon die Mana gerade noch. Also zumindest habe ich ihr gesagt, Change Job. Und ich hoffe, das wird jetzt auch stattfinden. Dass die Männer sich hier ein Schwertchen holt. Ich bin jetzt so gerade im Rätsel, wo die Männer so sich rumtreibt. Da vorne. Ich brauche jetzt natürlich eine Weile. Ich könnte damit die hier, die Leafy, bin jetzt so ein bisschen am überlegen, ob ich die jetzt auch schnell rette, weil die wird sich jetzt einen Block schnappen. Ja, es wird schon schief gehen. Also komm, die Männer, die wird jetzt hoffentlich stürmen. Los, schnapp dir den Block und hau ab. Jawohl, sehr gut. Und jetzt hoffe ich einfach, dass unser erstes einsames Schwertmännchen nicht jetzt schon loslegt und sich denen entgegenstellt. Doch jetzt hat sie reagiert. Oder? Ja, da geht's los, aber die auch. Und jetzt muss ich hier alle losschicken, ansonsten ist unser Schwertmännchen da verloren. Habe ich dir ja schon ein Schild gegeben? Weiß das jemand? Muss mal nachschauen gleich. Sehr gut. So ist das super. So ist das einwandfrei. Ich heb die ganze Sache auf. Und wenn die gleich wieder da sind, dann dürfen die Männer wieder zum Worker werden. Das machen wir direkt. Worker. Wir hatten ja noch so ein paar Transportprobleme. Hier liegt noch allerlei rum. Ich überlege gerade, was ich wollte. Achso, ich wollte eine Straße hier rüber bauen in Richtung Mine. Das war ein Vorhaben. Ich habe, wie ihr seht, eine kleine Aufnahmepause eingelegt. Im Vergleich zum letzten Mal sind ein paar Tage vergangen bei mir. Und damit bin ich natürlich mal wieder vollkommen raus. Und ein Daily Update. Jawohl. Ein neuer Einwohner, /rin, except. Willard Amber. Herzlich willkommen, Willard Amber. Mit 70 Leben. Ich habe aber auch ein Glück. Gut, was macht's Häuschen? Nichts. Gigiriki, da ist ein neuer Morgen angebrochen und wir können ein wenig Häuschen einrichten. 7 Betten haben wir. Da werden wir doch mal hier unser 100-Wasserhaus einrichten. Machen wir nochmal. So und so und oh, da geht's nicht mehr hin. Ach, wie dumm. Na gut, dann sind hier 3 Betten. Komm, dann machen wir hier noch eins dahin. So, und dann können wir da unten noch ein paar hinstellen. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal mit den Betten, dass die hier oben aufgebaut werden. Das finde ich gut. Wie rum ist das jetzt hier? So, ne? Dann hier nochmal eins. Ist ein bisschen schwieriger jetzt mit dem mehrgeschossigen die Häuser einzurichten. 2, 3. Dann sind die auch alle drin. Dann haben wir 7 Betten. Und dann müssen die Jungs und Mädels nicht mehr auf dem Boden schlafen. Welch Meilenstein. Ist es nicht schön? Ein Traum.
So. A Rock Survivalist stops by with this wares. Ich habe hier irgendwie eine Lampe an und das blendet total auf dem Bildschirm. So. Sehe ich ein bisschen besser. Was haben wir denn da? Rabbit Pelt. Bundle of Leather. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Warte, was? Ich könnte Leder in der Tat gebrauchen. Allerdings habe ich dem Schreiner noch nicht gesagt, dass er hier mal schon was Teures herstellen soll. Das Teuerste, was er herstellen kann aus einem Holz, sind Schilde. Und da ich die sowieso brauche, baue ich die mal. Ich glaube, die bringen nach wie vor 70 Gold, wenn man die verkauft. Und das ist ja nicht schlecht, ne? So, was mache ich jetzt mit dem Graben, dem großen Graben? Den habe ich hier schon mal gezogen. Wenn ich jetzt dieses schöne Dorf weiter schützen möchte. Wisst ihr was, wenn der Spielstand ohnehin verloren ist, so ungefähr. Also ich hoffe nicht mit einer endlos Fehlermeldung. Aber dann will ich mal Folgendes testen. Was passiert, wenn ich einen Graben von hier nach hier ziehe? Dann müsste eigentlich diese ganze Fläche geflutet werden. Genauso, wenn ich den Graben von hier nach hier ziehe. Dann müsste quasi die ganze Karte geflutet werden. Ich denke mal, das ist dann das endgültige Ende eines Spielstandes. Ebenso, wenn wir hier einfach hier ein Durchbruch. Macht's einmal blubsch und die Welt steht unter Wasser. Ein Tsunami. Dieser kleine Teich wird dann die Karte überfluten. Ich bin mir sicher. Nee, ich weiß es nicht, was dann passiert. Aber eigentlich, also nach dem, wie ich gesehen habe, wie sich das Wasser verhält, müsste das so. Müsste das eigentlich so sein? Also, wir haben eine Hütte. Wir haben noch keine Mine. Wir haben eine Brücke. Ich überlege... Achso, ein Floß wollte ich ja mal bauen. Auch das kann schief gehen, ne? Ihr wisst das. Aber ich probiere es. Safe. Override. Nee, ja, doch, Override können wir machen an der Stelle. So. Dann wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Was war das für eine Meldung? Invaders, Caravan approaches. Er will 2 Schwerter und gibt mir dafür 4 Basket of Berries. Nö. Auf geht's. Schiffsbau. Individuell. Slabs. Die Frage ist, wenn ich jetzt... Das baut ja schon auf dem Boden. Ich kann jetzt hier das Schiff nicht... Nicht so einfach bauen. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Notfalls müssen wir den Spielstand wieder... Laden, ja? Also, da nicht böse sein. Also, wir nehmen Holz, selbstverfreilich. Wir nehmen dann das Dunkle zunächst mal. So, jetzt will ich mal schauen. Wenn ich jetzt mir hier so eine Art Behelfsdingenskirchen baue, ist das jetzt über dem Wasser oder unter dem Wasser? Das ist so... So halb über. Okay, und wenn ich jetzt sage, okay, hier... Keine Ahnung. Das ist jetzt eigentlich eine doofe Position, ne? Muss ich ja sagen. Ich hätte das Schiff ja eigentlich hier gerne. Also komm. Einmal retour. Wir bauen hier. Machen wir hier so. So, angenommen, ich baue jetzt hier so ein bisschen eine Art Weg raus. Und würde jetzt sagen, hier vorne soll mein Schiff kommen. Ja, super. Du Held. Hier vorne soll mein Schiff kommen. So könnte das anfangen. Wie weiß ich ja immer noch nicht. Na komm. Wie weiß ich ja immer noch nicht so genau. Was ich jetzt einfach nur ausprobieren will. Ihr wisst ja. Niemals nimmer nicht den Radiergummi benutzen, heißt es. Oh, es funktioniert mal ohne Absturz. Also, das heißt, ich könnte mich so vorarbeiten und hier dann tatsächlich sowas wie ein Schiff erstellen. Welch famose Wendung.
Ich famose Wendung. Ich habe nur jetzt natürlich überhaupt keine Ahnung, wie ich ein Schiff erstellen soll. Ach. Oh. Ich bin mal gespannt, wie oft ich den einsetzen kann, bis es mir abstürzt. Okay, also so in etwa könnte man die Plattform eines Schiffes... Könnte man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keinen Plan mehr gemacht. Lass uns das mal noch ein bisschen verlängern. Ist mein erster Schiffsversuch, ne? Also bitte nicht böse sein. Ich will jetzt auch kein Riesending machen. Ich meine, ich will eher so ein Paddelfischerboot, ne? Also, beziehungsweise eins mit einem Segel wollte ich ja schon. Ein kleines Segel, das heißt, man braucht... Ein bisschen Breite brauche ich noch, ansonsten ist mit Mast und Segel am Ende... schon alles belegt, aber das wird dann wieder jetzt gerade schon größer, als ich das wollte. Obwohl, wenn man jetzt überlegt, es kommt ja auch noch einen Rand drauf sozusagen hier, ne? Also so eine Reling. Dann wiederum... mit verschiedenem Holz arbeiten. Jetzt mal mit hellerem. Ist einfach nur mal ein Experiment, ne? Wir werden hier sicherlich irgendwann viel bessere und größere Schiffe bauen können. Vor allem, wenn das wirklich geht, dass man hier so eine ganze Fläche fluten kann mit einem kleinen Teich, dann würde ich mir ja irgendwann eine Stadt am Meer bauen darüber. So. Das finde ich jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. Den Mast machen wir ein bisschen vor, dass man ein Segel nach hinten setzen kann. Ich hätte ja gerne nur ein Segel. Hier haben wir helles Gedöns. Den Mast machen wir wieder in dem dunklen, oder? Machen wir wieder in demselben, wie wir hatten. Bin mal gespannt, ob die das tatsächlich gebaut bekommen. Ob da die KI für ausreicht. Ansonsten lade ich den gerade gespeicherten Spielstand. Ich finde, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, das Ding. Für so den ersten Versuch. Also gut, noch ist nicht fertig. Noch kann es dramatisch werden. Eins höher? Oder lassen wir das Segel so tief? Ich glaube lieber eins höher, oder? Ne, wir lassen es mal so. Und dann versuchen wir mal hier mal ein Segel zu spannen. Das war nicht gewollt. Mann, warum macht denn der das? Drecksack. Ich schwöre, ich habe nur einmal geklickt. Also... Ja, komm. Fürs erste Schiff. Sieht doch schnuggelig aus. Jetzt könnte man hier hinten noch ein kleines Ruder dran machen. Das mache ich aber erst, wenn es fertig gebaut ist. Oder komm, wir versuchen es mit mir. Reizen jetzt mal das Spiel wieder aus. Wie macht man das mit... Boah, wie macht man so ein Ruder? Eigentlich simpel und ergreifend. Ich komme nicht von unten dran, oder? Von unten. Nee, das geht nicht. Da müssten wir jetzt... Na super. Wo? Wo? Nur wo? Sag es mir. Wo? Panik, Panik, Panik. Männer, du musst uns... Na super, wo treibst du dich denn wieder rum? Männer. Oh, Männer. Einmal, bitte. Muss wieder zu den Waffen greifen. Und da kommen sie, die zwei sind es diesmal. Na, easy. Easy peasy. Und diesmal haben wir Back the Forgotten. Den kannst du vergessen. Und wir haben
mit den Scheinwerfern, meine Damen und Herren, Loss the Zombie. Ja. Hübsch. Na gut. Machen mir jetzt nicht so viel Angst. Zum Glück gerade die 2, wenn es über den 2 bleibt, alles super. Und mein Schiff ist weg. Nee, keine Angst. Machen wir folgendes. Save or load game. New save. Weil jetzt kommt wieder so eine Phase. Muss mal ganz kurz nach dem Kampf gucken. Oh, da ist noch einer. Wir schauen uns das kurz an. Er hat jetzt Schildchen und sie nicht. Warum auch immer. Egal. So, los geht's. Haut denen eine rein. Da ist wieder das Leben regeneriert. Das ging schnell, wunderbar. Und da schaut das Skelett doch alt aus. Hier ist ein Kampf am Toben, meine Damen und Herren. Noch können sie auf den Sieger setzen, aber im Grunde genommen ist die Sache doch schon klar. Hier braucht niemand wetten, hier weiß jeder, wie es ausgeht. Selbstverständlich würden Männer wieder ihre Truppen zum Sieg führen. Tada, so. Haben wir ein bisschen dramatischer gemacht, als es war. So, also, gespeichert ist. Und jetzt gibt es wieder Experimente mit Koya. Präsentiert von... Backstuhude Mineralquellen. So. So, das wird das überdimensionierte Ruder. Und dann muss ich jetzt wieder versuchen, unten das nämlich wegzulöschen. Das ist ein Schiffsruder. Sieht irgendwie aus, als wäre das Ding jetzt... Ja, weiß ja nicht. Nee, das... Nee. Aber ohne Ruder kann ich jetzt auch kein Schiff machen. Moment, ich muss mal... Wenn ich hier... Das so, da drei im Sinn, vier hin. Hoch und runter, Schnauze! Da so mache. Und das wieder so... Warum funktioniert denn auf einmal so einwandfrei das Radiergummi? Das ist ja der Wahnsinn, ist das ja. Hier, ich mache das jetzt so. Mögen die Spiele beginnen, möge das Game abstürzen. Ich schreibt es in die Kommentare. Was glaubt ihr jetzt? Wird es funktionieren oder nicht? Also das Haus hatte mal gut funktioniert, so ein freistehendes... wie soll man sagen, so ein Stelzenhaus, was ich mal gebaut hatte, aber nur einmal funktioniert. Dreimal nicht. Oder zweimal nicht? Zweimal nicht. Einmal hat es funktioniert, zweimal nicht. Und wir haben einen neuen Einwohner und ich heiße Lea Rell. Herzlich willkommen in Buxtehude. Ist es nicht herrlich? So, Schiff. Schiff? Wo bin ich? Ich bin da. Schiff. Finish editing. Und wisst ihr was? Ich mache mal ein Save. Fischerboot nennen wir das einfach. Und wir brauchen einmal Holz dafür. Was ist das Building? Ich bin so gespannt, ich sag's euch. Okay. Also die Leitern stimmen schon mal. Norm Windrise has arrived there to sell. Habe ich denn ein... 42 Gold. Habe ich dich billig gewonnen. Ja, passt schon. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden erstmal 35.487 Leitern gebaut. Aber gut, lieber 5 zu viel als eine zu wenig. Von daher könnte ich denen eigentlich mal was Gutes tun. Und hier sagen, bauen wir auch mal eine Leiter und da bauen wir auch mal eine Leiter. Dann kommen die da gut rein und raus. Und dann machen wir hier nämlich noch eine kleine Anlegestelle hin. Hätte ich das noch ein bisschen nach rechts setzen müssen für. Hätte ich hier noch so ein Pier bauen können. Egal, dann baue ich das hier noch weg. Mach das einfach weg. Wird der See vergrößert. Ich bin echt so gespannt. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn das jetzt funktioniert, das wäre ein Wahnsinns-Pluspunkt für dieses Game, nachdem ich in den letzten Folgen zugegeben auch gern mal gemeckert habe. Jetzt würde ich wieder, ich würde so viele Pluspunkte verteilen, so viel kann man sich gar nicht vorstellen. Das wäre einfach schön.
jetzt mit den Leitern dauert wieder. Ich finde das ja so knuffig mit dem Paddeln da. Herrlich. Ein Schiffchen entsteht. Mit Gerüst und Leitern. Ein kleines Paddelboot. Warum auch nicht? Ich hätte ihm vielleicht noch eine höhere Reling auch geben können. Aber wie gesagt, ist jetzt erstmal alles der erste Wurf. Alter, das scheint zu funktionieren. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt und in der Tat, noch hat keiner Holz nachholen müssen. Das geht scheinbar wirklich alles mit einem Holzblock. Ich kann mal gar nicht, kann das gerade gar nicht in Worte fassen. Wenn die jetzt noch schaffen, den Mast zu bauen. Ich glaube, ich habe zu früh gelobt, wa? Jetzt mit dem Mast scheinen sie nicht zu schaffen. Muss ich da mit Leitern arbeiten? Mach keinen Scheiß, Jungs! Doch, die machen Scheiß. Die machen einen Wahnsinnsscheiß. Macht euch doch nicht unglücklich. Da paddeln sie jetzt darüber, um da Ressourcen zu... Okay. Also das mit dem Mast hätte ich vielleicht in Stufe 2 bauen sollen. Also erstmal, das hatte ich kurz überlegt, ob ich das Schiff als Plattform erstmal hier baue. Und dann in Stufe 2 erst den Mast drauf. Also erstmal die eine Ebene bauen lasse und den Mast dann schlussendlich als eigenes kleines Bauprojekt draufsetze. Ich schaue jetzt mal, ob das hier mit der Leiter funktioniert. Ob die das annehmen. Das wäre nicht unschön, wenn dem so wäre. Immerhin hoch kommen sie schon mal. Jetzt läuft er mit dem Holzblock wieder weg. Dafür kommt hier einer mit Holzblock. Ein Nee. Gute Livi. Und jetzt hat sie Hunger. Ach man, manchmal mag ich euch nicht. Ihr kleinen Knirpse. Ihr Halflings. Ihr nimmersatte Halflings. Ich will doch meine Yacht gebaut haben. Ich will meine Yacht. Baut mir endlich meine Segeljacht. Aber nein, hier wird nur gegessen. Statt für den Buxtehuder Stadtvorsitzenden, für den Stadtfurzenden, mal die Yacht fertig zu bauen. Hallo Buxtehude, ich komme, um ein paar Waren zu handeln. Er will 19 Oaklocks und würde mir dafür 16 Picket Fences geben. Das ist ein schlechter Deal, weil mit 19 kann ich mir wesentlich mehr Fences herstellen. Ja... Na, schau mal einer, guck. Das dürfte jetzt zwar noch eine Frage von Tagen, Monaten, Jahren sein. Vielleicht auch ein paar Milliarden Jahre. Aber es... könnte in der Theorie ein wenig, vielleicht, viel, wie auch immer. Es könnte funktionieren. Mit ein bisschen Glück könnte es funktionieren. Baut den Knödel dahin. Geht doch. Okay, hier muss ich echt mal wieder die alte Baumethode anwenden. Braucht gar nicht abhauen. Jetzt gibt es
bestimmt wieder Invaders hier. Ich höre schon wieder, dass die Zombies kommen. Ich höre sie schon wieder aus den Gräbern steigen. Und unsere Einwohner terrorisieren. Als hätten die nicht mit den Bugs schon genug zu kämpfen, haben wir auch noch Zombies und Skelette. Es ist ein Graus. Die Welt ist grausam und böse. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weg damit. Dahin und dort. Zugeben, das quält die KI auch ganz schön wahrscheinlich. Was ich hier mache. Da hat einer seinen Block vergessen. Ist das etwa fertig? Nein, das Schiff ist fertig. Ihr werdet narrisch. Reisen Sie jetzt. Reißt das Gerüst down, ich sag's euch. Sonst reißt es down, ja, vor allen Dingen hier. Das war mal wieder schön. Schönes Denglisch. Feins. Halt, vielleicht noch nicht ganz runterreißen. Ich brauche euch noch ganz kurz hier. Vielleicht könnte noch jemand das da oben. Das da vielleicht noch da jemand, die da. Da ist noch. Ah, läuft. Macht's halt weg. Und der Onkel steht jetzt auf dem Wasser. Der kriegt aber noch seine Leiter spendiert. Keine Angst. A simple food cart rolls into town. Ich brauch kein Essen. Alles super. Wir sind satt. Ich hab satt. Ja, also. Ja, abgesehen jetzt von. Was hier jetzt an Holz liegt. Sag mal, kann man so Holz vervielfältigen? Die haben ein Holz gebraucht, um so ein Gerüst. What? Networth? Ich hab ein Schiff! Ich hab ein Schiff! Und dann reicht das nicht! Den Herren und Damen ist es wohl nicht genehm, dass sie eine Yacht haben. Wisst ihr was? Dann macht's doch selbst! Macht doch euren Scheiß selbst, da habe ich doch keinen Bock mehr drauf hier. Könnt ihr doch machen, was ihr wollt. Wenn mein Networth, ja, wenn der nicht ausreicht, wenn ich hier eine Yacht stehen hab. Da kann ich Platz. Entschuldigung. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder natürlich. Und dann geht's hier weiter. Ich muss mal gucken, wie ich hier noch das Holz vom Schiff runter bekomme. Sieht noch ein bisschen schäbig aus. Und der eine Siedler da schwebt auch in der Gegend rum. Also den muss ich auch noch irgendwie retten. Aber das ging mir hin auf jeden Fall. Also hier, ein paar Pluspunkte können wir verteilen. Fürs nächste Schiffchen wissen wir, erstmal sozusagen das Boot bauen, und dann Mast plus Segel drüber, dann dürfte das funktionieren. Und ich finde, für den ersten Wurf sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Sicher könnte man da jetzt bestimmt mit irgendwelchen Logos noch oder mit irgendwelchen farbigen Akzenten da auf dem Segel arbeiten und noch irgendwas reinmachen. Und der, vor allem könnte ich mal einen längeren Endscreen machen, das wäre das allererste. Naja gut, hier, ich laber mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, wenn dem so war. Und bis dann. Tschüss.